Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Final Fantasy XIV. Wir sind hier immer noch in Gold Sosa. Und wir machen eben hier diese Glückskaktor-Gedönster. Okay, nur 36. 3, das. Und das. Dann war das hier. Ah, okay, nicht viel. Egal. Heute ist ein neues Event Wundereiersuche, genau. Dafür müssten wir nach Gridania. Ja, die letzten Events hatte ich halt verpasst gehabt, wie das Prinzessinnenfest. Glaube ich, war das. Ja. Ging halt nicht anders, weil nicht die Zeit dafür war, dass ich da irgendwie dass ich da einfach Dings konnte aufzunehmen, um das Event halt, ja. Was hat der denn hier so Schönes? Achso, ich muss erstmal. Ah, okay. Okay. Mit Ghibli sprechen. Schelmischer Schabernack. In Miketos Amphitheater scheint sich Ghibli Aliapo gerade auf die bevorstehende Feierlichkeiten vorzubereiten. Annehmen. Ei, 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 wer bringt's getragen? Das Wunderei in bunten Farben. Sei gegrüßt. Es ist wieder Zeit für die alljährliche Wundereiersuche. Firia, ei, der Adaus, lange nicht gesehen. Wie schön, dich wieder zur Wundereiersuche begrüßen zu dürfen. Auch dieses Jahr hatte ich wieder einen Traum. Und dieser war sogar noch eigenartiger als die vorige. Stell dir das vor, halt dich gut fest. In meinem Traum nahm ein Tomberry, diese berühmte legendäre Kreatur, an den Festlichkeiten teil. Ich dachte mir, es wäre einfach großartig, wenn man diesen Traum Wirklichkeit werden lassen könnte. Aber wie du sicherlich vorstellen kannst, ist es äußerst schwierig, einen echten Tomberry einzuladen. Aber dann tauchte dieser freundliche Zeitgenosse völlig unerwartet hier auf und bot seine Hilfe an. Hamlin. Guten Morgen. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Mein Name ist Hamlin und ich bin ein großer Verehrer der legendären Tomberries. Die niedliche, runde Form ihrer Köpfe erinnert an ein Wunderei. Findest du nicht auch? Daher dachte ich, dass sie perfekt zu diesem Fest passen würden. Und gleichzeitig könnte man der ganzen Welt zeigen, wie herzallerliebst diese Kreaturen sind. Aha. Hamlin hat uns netterweise ein paar Tomberry-Kostüme ausgeliehen, die ich dem Planungsrat zur Verfügung stellen will. Jetzt sind wir perfekt ausgerüstet und können uns die Vorbereitungen stürzen. Denkst du nicht auch? Ei, 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 wer bringt's getragen? Also Tomberries sind ja nicht gerade das Gelbe vom Ei. Würde ich sagen, aber wir sind freundlich. Das Wunderei in bunten Farben. Ganz genau, freut mich, dass dir das Lied auch so gut gefällt. Das ist bestimmt eine großartige Gelegenheit, die Niedlichkeit der Tomberries weitläufig bekannt zu machen. Aber leider haben wir zurzeit mit einem anderen Problem zu kämpfen. Die Sylphen treiben in letzter Zeit wieder vermehrt ihr Unwesen und verschonen dabei auch nicht unsere schönen festlichen Dekorationen. Na, wieso immer die Sylphen? Hm? Warum?
Allerdings fürchten sich Silfen schrecklich vor Thornberrys. Sie würden also panisch fliehen, wenn man sich ihnen in Thornberry-Kostüm nähert. Auch wenn es natürlich schade ist, dass sie die Thornberrys nicht zu schätzen wissen, es hat wohl auch seine Vorteile. Der Planungsrat nutzt die Kostüme bereits, um die Silfen zu vertreiben, aber wir brauchen dringend noch mehr helfende Hände. Tyria, könntest du uns vielleicht unterstützen? Kann ich Nein sagen? Nein. Vielen Dank. Ich werde dir eines der Kostüme geben. Hamlin hilft dir sicher gerne dabei, dich in einen Thornberry zu verwandeln. Was? Ach, bitte nicht. Warum? Warum? Jetzt müssen wir mit Hamlin. Dann lass uns mal loslegen. Ich werde dich in einen zuckersüßen Thornberry verwandeln. Nein, bitte nicht. Du bist nun verkleidet, um mit dem Auftrag fortzufahren, musst du in deinen neuen Aufzug gekleidet die Auftragsziele erfüllen. Falls die Tarnung aufgehoben werden sollte oder du sie verlängern möchtest, sprich erneut mit Hamlin. Ja, super. Alter. Ja, und ich denke mal, dieses Kostüm kriegen wir auch gleich. Die meinige will auch Spaß haben. Wenn es schon keine Kampfschweinigen gibt, dann müssen eben Streiche her. Ei, 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 wer bringt's getragen? Wir können doch alle gemeinsam Spaß haben. Ja, machen wir das mal. Ah, ein Ungeheuriges, zu Hilfe! Ja. 29 Minuten. Alter, sieht so schrecklich aus. Die meinige wird die Dekoration mit Fröschen verschönern. Das wird für Aufregung sorgen. Überraschung, die meinige kann die Schreie schon durch die Lufthallen hören. Was hast du mit den Fröschen vor? Ja, genau. Ah, ein grüniges, ein stechiges. Schnell weg hier. Na gut. Ich meine, ich habe Final Fantasy wirklich gespielt. Und ich weiß, wie die sind, wie die Thornberrys wirklich sind. Man darf nicht zu gemein sein, sonst wird die Ältigste böse. Ach was, die unsrigen sind doch nicht gemein. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ah, die unsrigen tut es leid. Bitte Gnade. Ah, wie gruselig. Weg, weg. Ach, ja. So, wir müssten... Ich muss einmal die Karte, weil ich... Ohne die Karte kann ich mich nicht orientieren, also... Ja, wir haben immer noch unsere Palompuppe. Ich habe keine Ahnung, sollte ich sie mal irgendwie wechseln oder nicht? Ach, egal. Lassen wir mal so. So. Gute Arbeit. Du hast die Silfen vertrieben. Jeli will bestimmt Edna bestimmt jedes kleinste Detail erfahren. Das Kostüm kannst du mir überlassen. Okay. Dann wollen wir mal. Die Silfen werden uns nicht mehr belästigen. Das sind großartige Neuigkeiten. Vielen Dank für deine Hilfe, Shiria. Dank dir sind wir nicht nur die Silfen friedlich losgeworden, sondern die Bewohner haben auch noch ein besseres Bild von den Thornberrys bekommen, genau wie ich mir das ausgemalt hatte. Der Planungsrat vergewissert sich noch einmal davon, dass die Dekoration die Streiche der Silfen unbeschadet überstanden haben. Sobald das erledigt ist, sind wir so gut wie startklar. Jetzt müssen wir nur noch
auf die Salia-Eier warten, die wir bei einem Goldschmied in Ulda in Auftrag gegeben haben. Kannst du dich an Pavlin erinnern, den Hühnerhalter? Er war traurig, dass er dieses Jahr nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen kann und hat uns deshalb einen Haufen Eier bereitgestellt. Bei der Menge mussten wir die Goldschmiedegilde um Unterstützung bitten. Der Ärmste ist Opfer eines Hühnerangriffs geworden und hat eine Verletzung am Rücken davongetragen. Aber er sendet liebe Grüße. Endlich kann die diesjährige Wundereiersuche beginnen. Ich bin mir sicher, dass das ein einmaliges Erlebnis für dich werden wird. Etwas Schreckliches ist geschehen. Nonotta, was ist passiert? Es gab einen Zwischenfall beim Transport der Salia-Eier. Die magischen Marionetten, die für die Auslieferung der Salia-Eier zuständig waren, wurden von einem Streich der Sylphen überrascht. Sie sitzen jetzt im Süden des tiefen Waldes fest. Die Salia-Eier liegen überall auf dem Boden verstreut. Die Sylphen versuchen sie zu stehlen und die magischen Marionetten tun ihr Bestes, um sie davon abzuhalten. Es herrscht das totale Chaos. Die Sylphen haben sich scheinbar lautstark darüber beschwert, dass nur wir hier Spaß haben dürfen. Was meinen sie nur damit? Ich habe gehört, dass die Sylphen einst jeden Frühling ein Fest feierten, bis eines ihrer gezüchteten Kampfschweine wild wurde und es zu einem tragischen Zwischenfall kam. Ich glaube, seitdem hat es kein Fest mehr gegeben. Vielleicht hängt es mit dieser Geschichte zusammen? Ich kann die Sylphen schon irgendwie verstehen, aber das rechtfertigt nicht ihren Überfall. Wie bekommen wir denn jetzt unsere Salia-Eier zurück? Oh nein, nicht schon wieder. Ich denke, ich weiß die Lösung für dieses Problem, aber dafür brauche ich deine Hilfe, Shiria. Komm zu mir, wenn du uns helfen willst. Bitte nicht. Oh nee, ey. Ich dachte, das wäre damit getan, aber naja. Und Thornberry Island zur Eierrettung. Und wir kriegen Angst und Schrecken. Es ist offensichtlich, dass Hamlin es kaum erwarten kann, seine Lösung mit euch zu teilen. Schön. Die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen uns nur wieder als Thornberrys verkleiden, dann können wir uns die Salia-Eier zurückholen. Auch wenn es mir vollkommen unverständlich ist, die Sylphen haben eine Heidenangst vor den Thornberrys. Dabei sind es so faszinierende Kreaturen. Und Ängste kann man nicht einfach so überwinden, wenn wir ihnen einen ordentlichen Schrecken einjagen, werden sie hoffentlich verschwinden. Deswegen müssen wir diese Chance nutzen und unser Glück ein zweites Mal versuchen. So zum Beispiel. Die Idee gefällt mir, aber was ist mit den magischen Marionetten? In ihrem aufgewühlten Zustand könnten sie uns in dieser Aufmachung für Eierdiebe halten und uns angreifen. Hier kommen Shiria und die anderen Abenteuer ins Spiel. Sollten die magischen Marionetten tatsächlich angreifen, haben wir mit ihnen erfahrene Kämpfer an unserer Seite. Natürlich müssen wir auf alles vorbereitet sein. Schließlich haben wir es hier mit starken Gegnern zu tun. Ich werde die Kostüme so verstärken, dass sie selbst den stärksten Blitzschlägen standhalten können. Aber jede Schwierigkeit birgt auch eine neue Möglichkeit, wie man so schön sagt. Wenn wir dieses Problem mit Hilfe der Thornberry-Kostüme lösen können, werden die Leute bestimmt endlich den wahren Charme der Thornberrys erkennen. Ich bin da ein bisschen... Ich denke, wir sollten es mit Hamlins Strategie versuchen. Ich bin nicht dafür. Hervorragend.
Ich werde sofort mit der Verstärkung der Kostüme beginnen. Wartet im tiefen Wald auf mich. Sobald ich fertig bin, werde ich sie direkt dorthin bringen. Sylphen. Ich meine, die Sylphenmagen mögen halt Streitigkeiten. Auf ihre eigene Art und Weise mögen sie, gut, Spielsekunde. Mögen sie halt ihren Schabernack treiben und Unfug und Unsinn. Die sind halt wie kleine, wie soll ich sagen, Salatblätter? Irgendwie, das Problem ist, dazu äußere ich mich jetzt, ist es gerechtfertigt, jemanden, der Angst vor irgendetwas zu haben, damit aufzuziehen und zu verschrecken, nur weil die mit ihren Späßen nicht zurechtkommen? Ich meine, okay, ich möchte auch keine Frösche in meinen... im Dings haben, ja, bin ich ehrlich, aber rechtfertigt das denn überhaupt dann? Ich meine, gibt es denn dann das Recht dazu, das zu machen? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute, ne? Weil es ist schon eine Sache, ja, dass man sagt, okay, man kann es irgendwo verstehen, dass die sagen, gut, wir machen das so, weißt du? Aber ich weiß nicht, ich finde, das ist nicht... Aua. Ich finde aber nicht, dass das gerechtfertigt ist, den Angst einzujagen, irgendwie. Also, keine Ahnung. Es ist nur meine Vermutung, weil ich weiß nicht. Ich meine, klar, sie wollen... Sie sind auf irgendwas sauer. Definitiv sind sie auf irgendetwas sauer. Ja, wir gehen mal hier lieber weg. Ach, meine Güte, ich will doch nur die geklopften Eier haben, mein. Ja, und... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so gerechtfertigt ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, klar, jeder hat irgendein Thema mit Ramadan, die Christen, ja, von den. Obwohl, zu denen will ich echt nichts sagen, also. Zu einer gewissen anderen Organisation, nein. Nicht jetzt, was ich muss. Aber. Ist schwierig. Bin ich ehrlich. Nein. Ich meine diese Wundereier oder wie man das so sagt, diese Ostern, ist ja eigentlich kein christliches Fest, sondern ein heidnisches Fest. So, also verfälscht, ne? So, ja, wir haben. So, dieses heidnische Fest hat eigentlich nichts, ich glaube, das hat nichts mit Eier zu tun gehabt.
Ich weiß nicht, ich wusste mal, was da, warum die Haien das, gefeiert hatten, keine Ahnung. Ich wusste das halt mal und, ja. Wir haben das hier fertig. Lohnt sich das? Nee, also ich warte jetzt hier, es lohnt sich nicht wirklich da irgendwie, noch weiter da zu suchen. Oder da zu sammeln. Ich meine, das Event ist nicht schlecht, ja, finde ich. Ah, so halbwegs. Ja. So, was haben wir bekommen? Wir irgendwas bekommen? Haben wir jetzt irgendwas dafür bekommen? Wir gucken mal. Ah ja, wir haben 10 von diesen tiefdunklen. Wir machen noch mal eine Runde, ja? Ah nee, geht gar nicht. Wir müssen ja erstmal wieder zurück. Stimmt ja. Ich glaube, danach kann man nämlich nochmal dahin gehen. Aber genau weiß ich es nicht. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Und reden. Willkommen zurück, Shiria. Hamlin kam etwas früher an und hat mir schon alles erzählt. Wir können dir gar nicht genug dafür danken, dass du die Salia-Eier in Sicherheit gebracht hast. Nur zu schade, dass niemand im Wald war, um diese heldenhafte Tat bezeugen zu können. Das hätte den Ruf der Thornberrys bestimmt noch einmal schlagartig verbessert. Naja, aber das macht eben auch ihren Charme aus, dass sie sich im Stillen für das Wohl aller einsetzen. Ist das so? Hamlin sieht die Dinge immer von der positiven Seite. Ich wünschte, ich könnte das auch. Entschuldigung? Wir waren auch im Wald und haben gesehen, was passiert ist. Ich war am Boden zerstört, als die Sylphe mir das Salia-Ei aus den Händen riss, das ich gerade erst geschenkt bekommen hatte. Aber etwas später kam jemand im Thornberry-Kostüm auf mich zu und gab es mir zurück. Die Sylphen hatte es offenbar auf der Flucht fallen gelassen. Nichts hätte mich in dem Moment glücklicher machen können. Als die Sylphen beim Anblick der Thornberrys in Panik geflohen sind, hatte ich irgendwie auf einmal Mitgefühl mit ihnen, obwohl ihre Streiche wirklich gemein waren. Gibt es keine andere Möglichkeit, sie davon abzuhalten? Wenn es nur eine Art Sylphen-Abwehrmittel gäbe. Thornberry scheint ein gutes Abwehrmittel zu sein. Ja, was nehmen wir denn? Nehmen wir das zweite. Ich hab's. Wenn wir die Salia eiern, eine schöne Thornberry-Verzierung verpassen, würden die Sylphen mit Sicherheit ihre diebischen Hände davon lassen. Was für eine tolle Idee! Dunkelgrüne Eier mit gelben Punkten als Augen, das würde sicher unheimlich niedlich aussehen. Moment mal, Jilly. Hattest du nicht geträumt, dass Thornberrys an unserem Fest teilnehmen würden? Dein Traum wird tatsächlich wahr. Und jetzt bekommst du nicht nur als Thornberry verkleidete Teilnehmer, sondern auch noch ein Thornberry-Eier. Wir wollten die Goldschmiede-Gilde darum bitten, noch ein paar Salia-Eier mit Thornberry-Verzierung für uns herzustellen. Die Idee gefällt mir, aber wir müssen bedenken, dass die Eier für den Transport sicher verpackt werden
und daher keinen Schutz gegen Sylphen bieten. Ich würde ja einen Wächter im Tomberry-Kostüm mitschicken, aber der Weg von Ulda ist ziemlich weit und beschwerlich. Ich werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Iria, ich hoffe, dass wir in der Zwischenzeit auch weiterhin auf deine Unterstützung zählen können. Vielen Dank. So, aber jetzt, da wir die Salia-Eier zurückbekommen haben, können wir endlich mit der Wundereiersuche beginnen. Aha. Jo. Tomberry Hüter. So, wir haben... Jetzt könnten wir den hier, glaube ich, mal ansprechen. Ja. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, also 5. Wir müssen nochmal im tiefen Wald. Und zwar dahin. Weil wenn, dann holen wir uns alles. Klar, das letzte Mal ging ja halt nicht, ne? Oder hatte ich halt nicht die Zeit zum Aufnehmen. Was eigentlich sehr, sehr schade ist. Ja, schon alleine, weil bei dem Prinzessinnenfest man so einen Tanz bekommen hat. So wie ich das in der im Internet gelesen hatte. Ja, das war eigentlich sehr schade, fand ich. Und deswegen... So. So, teilnehmen. Ach komm schon, wieso deine... Ich hab doch gerade gesagt, teilnehmen. Richtig blöd gerade hier. So, 9 haben wir. So, zack. Da kam, dann würde ich mal sagen, da kamen wir ja richtig rechtzeitig noch zu den Event. Weil wenn, ich glaube, wenn wir zu spät gekommen, wäre das dann halt so, dass wir dann ja 2, dass wir dann halt wohl nicht mehr hätten oder geschweige denn nicht mehr so viel Eier bekommen. Und denk dran, wir brauchen insgesamt 15 Stück. 15 Eier, Leute. Das Problem ist, du kommst. Nein, ich will da lang. Meine Güte, ey. Das hat Struktur manchmal. Und nein, das war nicht das Problem wie Assassin's Creed, ja. Also nicht falsch verstehen, so 50 Minuten haben wir noch. Das heißt, ein paar Eier können wir hier uns schon mal knallen. Komm schon, ey. Eine Eier. 2. Jetzt gehen wir die 2 zurück, weil
Das Event ist eh gleich zu Ende und okay. Habe ich 15. So. Dann bleiben wir hier einfach stehen und gut ist. Ah, was mache ich dann später? Weil eine zweite Aufnahmesession wird auf jeden Fall kommen. Und nochmal 10. Ja, das ist perfekt. Somit können wir jetzt eigentlich, haben wir 20 und können in Redania zurück. Und ja, und halt dann unsere Sachen da holen. Ich bin ja froh, dass wir nicht mehr mit unserem Gil, also mit dem Gold bezahlen müssen, ja. Wie es bei den letzten Event, ja, wie gesagt, zwei Events habe ich halt verpasst. Keine Ahnung warum, aber irgendwie war es wohl. So, das holen wir. Tauschen. Zack, das haben wir. Dann kommt das. Tauschen. Zack. Dann die Handschuhe. Tauschen. Zack. Die Hose. Tauschen. Zack. Die Schuhe. So, dann die Notenrolle. So, und das Plakat von 23. Das heißt, wir müssten mal gucken. Dann könnten wir jetzt 5 von diesen Prismen holen. Dann haben wir das auch hinter uns. Und so. Das war's dann, glaube ich. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Ja, war's. Das war's. Ja. Ja, die Tombury-Kostüme habt ihr ja vorhin gesehen. Das hatten wir ja schon vorher schon angehabt. Angezogen. Wir haben jetzt 32 Minuten. Das heißt, wir werden uns mit Buscaron, glaube ich, in die Quest halt weitermachen. Mit Buscaron. Dafür müssten wir nach Mühlenbruch, glaube ich. Und ja, dann machen wir da einfach mal weiter mit dem Leveln, mit den Questen. Was ist das denn jetzt hier? Ah, Palast der Toten, okay. Aber wir müssten ja, ist alles, ich brauche nicht reparieren. So, dann wollen wir mal nach Buscaron und gucken, dass wir mit ihm quatschen, questen. Ja, na, questen tun wir auch, aber quatschen, also ein bisschen Blabla machen. Mal schauen, was der Alte da sagt. Und ja, bin halt gespannt. Ja, wir sind halt nicht allzu weit, ne? Sag ich jetzt mal so. Aber es wird. Also ich finde, wir kommen etwas voran. Und ja. Oh, schön, dich mal wiederzusehen. Was macht die Abenteurerei? Wäre mir eine Ehre, wenn du deine schwer verdienten Gil bei mir auf den Kopf hauen würdest, meine Liebe. Nee, leider nicht. Du bist wegen eines Heilmittels hier, sagst du? Für einen der Flüchtlinge aus Alamigo in Mühlenbruch? Na, wenn das so ist, dann gibt die Hörner mal her. Bis ich das fiebersenkende Mittel hergestellt habe, ist der Ärmste vermutlich schon dreimal über den Silbertränensee gewandert. Aber zum Glück ist der gute Buscaron ja immer bestens vorbereitet. Ich gebe dir einfach meinen Vorrat der Medizin, den ich noch hier im Schrank stehen habe. Ja, ja, ist ja schon gut. Brauchst doch nicht gleich hier auf die Knie zu fallen. Du hast schließlich schon genug für mich getan. Komm demnächst einfach mal wieder auf den Krug. Wobei, dann sind wir quitt. Und jetzt lass den Kranken nicht länger warten. So. Ja, das ging eigentlich schnell, ne?
wieder mal unser Eisbär. Ja. Aber wisst ihr, das liebe ich an Final Fantasy. Ich meine, klar, ich bin nicht so weit, dass man sagen kann, ja, du kannst ja nicht sagen, dass du weit bist. Es gibt YouTuber, die ich gesehen habe, die viel, viel weiter, die sind schon im Endcontent. Leute, ihr müsst, okay, ich habe vor zwei Jahren angefangen, Final Fantasy zu bringen, oder vor ein Jahr, keine Ahnung, irgendwie, vor zwei Jahren sogar. Aber ihr müsst auch mal daran denken, dass ich zwischendurch nicht konnte, oder vielmehr nicht, ja, eigentlich nicht konnte. Bis du die Abenteuerin, die Hauptmann Mefrit um Hilfe gebeten hat, konntest du die Medizin besorgen. Nö. Danke. Das wird Galien über den Berg helfen, da bin ich mir sicher. Dem Hauptmann fällt sicher ein ganzer Lehmgolem vom Herzen. Mann, bin ich froh. Okay, wir haben Krieger. Wir haben, was nehmen wir jetzt? Wir bräuchten eigentlich... Ja, komm, machen wir das jetzt. Egal. So, Mefrit. Dann haben wir Schur, die können wir auch gut gebrauchen. Mefrit sieht ziemlich besorgt aus, der selbstlose Soldat. Hey, Abenteurerin, hast du zufällig Galien gesehen? Bis gerade lag er noch auf dem Krankenbett. Und jetzt ist er mit einem Mal spurlos verschwunden. Er war am schwersten von allen verwundet. Wenn er nicht schnell die Medizin nimmt, verreckt er mir noch. Verdammt nochmal. Ich höre mich weiter um. Kannst du vielleicht bei Albreda nachfragen, ob sie was weiß? Ausgerechnet sie. Genau. Wir werden mal unser Schokobo mal... Wir werden erstmal unser Schokobo füttern. So. Ich kann mir schon denken, warum du hier bist. So wie Mefrit da vorne drum zetert, hat mittlerweile sicher ganz Mühlenbruch vom Verschwinden seines Untergebenen mitbekommen. Und ich glaube sogar, dass ich euch weiterhelfen kann. Ich habe nämlich vor einigen Tagen einen Brief erhalten, den mir einer der von Mefrits Männern anvertraut hat, mit der Anweisung, ihn erst zu öffnen, wenn jemand danach fragt. Hauptmann Mefrit, ich war der Truppe schon viel zu lange eine Last. Es ist an der Zeit, dass ich euch verlasse. Sorgt euch nicht um nicht und reist nach Klein Alamigo weiter. Bezeichnet ist der Brief von einem Galien. Das ist euer Mann, oder? Ein Megid, wie er im Buche steht. Nur das Wohl der anderen im Kopf und bereit dafür, jedes Opfer zu bringen. Schade um so eine gute Seele. Weit wird er es mit seiner schweren Verletzung im Wald sicher nicht schaffen. Und wir müssen wieder mit Mefrit reden. Bis wir hier fertig sind, ist er dreimal über den Jordan gesprungen. Was sagst du? Dieser Volltrottel von Galien will uns nicht länger zur Last fallen? Wer hat ihm denn solch einen Schwachsinn eingebläut? Ich werde die Umgebung mit meinen Männern durchkämmen. Sieh du östlich vom Mühlenbruch nach Aach, Abenteurerin. Ja. Ruhig. Östlich, ne? Nicht westlich oder sonst was. Aber so genau östlich ist das aber auch wieder nicht, ne? Das ist eigentlich... Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, wieso hat sich das hier jetzt alles geändert? Speichern... Also, normalerweise sind wir leicht südöstlich, wenn ich ehrlich bin. Oh! Jetzt muss Galien warten. Thank you.
So, 2 von 3. Einer fehlt uns noch. So, dann haben wir etwas für unser Bestiarium getan, haben noch Erfahrungspunkte bekommen. Ach, so schön ist das doch. Waldläufer 3, Taumaturg. Ja, da müsste ich auch mal irgendwann mal weitermachen. Druide, Gelehrte haben wir noch nicht. So haben wir. Moment. Waldläufer, Tropikenier, Taumaturg. Ja. Wieso haben wir keinen Gelehrten? Wir auch nicht auch den Gelehrten gehabt. Doch. Hermetiker. Wieso ist die noch nicht ausgebildet zur einer Gelehrtin? Habe ich irgendwas verpasst? Verdammter Mist. Noch einer von den elenden Goblins. Sieh dich vor. Irgendwie habe ich doch jetzt irgendwas verpasst. Moment. Gelehrter. Oder ja, egal, machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Galien. Hauptmann, verzeiht mir. Seit unserer Flucht bin ich euch allen nur zur Last gefallen. Bitte zieht ohne mich nach Klein Alamigo weiter. Elender Schwachkopf. Ein schöner Hauptmann wäre ich, wenn ich hier meine Männer im Wald krepieren ließe. Wir Migiten lassen unsere Kameraden nicht im Stich. Selbst wenn wir dafür durch die 7 Höllen gehen müssen. Das sollte dir doch klar sein. Wir haben geschworen, unsere Heimat zurückzuerobern. Hast du das schon vergessen? Darum frage ich dich, Galien, willst du lieber als Ameisenfutter in diesem Wald enden oder auf dem Schlachtfeld noch ein paar dreckige Galliere mit in den Tod reißen? Aber Hauptmann, genug von diesem fiebrigen Gefasel. Du kommst mit uns zurück nach Mühlenbruch, Galien. Und sobald du wieder auf den Beinen bist, polierst du zur Strafe die komplette Truppenausrüstung, ist das klar? Alter, echt jetzt? Die frische Waldluft scheint den Jungs nichts gut zu tun bei Ralger. Jedenfalls danke, dass du Galien aufgespürt hast, Abenteurerin. Wir werden nach Mühlenbruch zurückkehren, wäre doch gelacht,
wenn ich diesem Trottel nicht wenigstens ein Fünkchen Verstand einexerzieren kann. Kommt schon, Leute, ich bitte euch. Männer, die heulen. Nicht jetzt. Natürlich dürfen können Männer schon Gefühle zeigen, aber ich bitte euch nicht. Weiß nicht. Es ist ein bisschen lachhaft. Also, nee, also bei aller Liebe. Das ist echt. Galiens Verletzungen sind schwer als gedacht. Sieht ganz so aus, als müssen wir noch eine ziemliche Weile die Gastfreundschaft dieser sympathischen Gridania in Anspruch nehmen. Allein bei dem Gedanken wird mir speiübel. Ja, nehmen wir das. Können wir die... Nee, ausrüsten können wir das mit ihr nicht. Aber mit der Waldläuferin müsste das funktionieren. Yep. Und speichern. Und zurück wieder zu unserer Druidin. Ja. Ja. Weiter geht's. Das Eis bricht. Mephit möchte dir bei deiner Suche nach dem maskierten Mann behilflich sein. Du hast viel für uns getan, Abenteurerin. Ich weiß, dass du bei weitem keine Selbstverständlichkeit ist. Und ich bin dir sicher. Ich bin dir sehr dankbar. Albreda hat mir erzählt, dass du Kontakt zur Befreiungsarmee suchst. Nun, wenn ich dir irgendwie behilflich sein kann, will ich das gerne tun. Verstehe, der alte Gundobald kann ein ziemlicher Sturkopf sein. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Er war nämlich mein Ausbilder in der Befreiungsarmee. Also gut, ich werde einen Brief an ihn aufsetzen, den du ihm bitte aushändigst. Das sollte den Griesgram gnädig stimmen. Lass dich nicht von seiner abweisenden Art täuschen. Im Grunde ist er ein guter Kerl. Mit seiner Erfahrung wird er dir bestimmt ein wertvoller Verbündeter sein. Okay, dann sind wir hier fertig und können direkt nach Klein Alamigo reisen. Wo wir, Da. Erstmal suchen müssen. So. Dann wollen wir mal weiter. Ja, wie gesagt, die Nebenquest haben wir ja hier schon alle absolviert mit den kleinen Geschichten dazu. Was eigentlich auch, das ist das, was ich an Final Fantasy mag. Die Nebenquest, wenn die auch noch so eine kleine Geschichte noch erzählen. Und ja, eigentlich finde ich das schon klasse, aber geht mir weg mit Assassin's Creed, also wirklich. Du schon wieder? Habe ich mich beim letzten Mal etwa nicht deutlich genug ausgedrückt? Wir brauchen keine Schnüffler in Klein Alamigo. Sieh zu, dass du Land gewinnst, und zwar schnell. Nee, nicht so schnell. Mephit? Ha, da wären Erinnerungen wach. Stundenlang habe ich ihn die Baracke schrummen lassen, wenn er wie so oft die Fehler seiner Kameraden gedeckt hat. Und trotzdem hat er nie auch nur einen Namen ausgespuckt. Ein guter Mann, wahrlich, wahrlich. In den Wirren des Krieges haben wir uns aus den Augen verloren, aber vergessen habe ich ihn ebenso wenig wie unsere Lieder oder den Geschmack des migischen Weines. Einfach unübertroffen. Ach, migischer Wein ist so wie das Blut der Erde, meine Gute. Aber ich schweife ab. Mephit spricht sich also für dich aus. Dann will ich auch nicht länger an dir zweifeln, Abenteuerin. Dein maskierter Unbekannter. Ich habe da so eine Ahnung. Solange du uns nicht in Schwierigkeiten bringst, will ich dir gerne auf deine Fragen antworten. Ja, danke. Aber wie es weitergeht,
werden wir in der nächsten Folge von Final Fantasy XIV erfahren. Ja, und bevor ich wieder zur Aufnahme greife, werde ich einfach mal eben nach Post gucken gehen. Mal schauen, was der Briefträger so gesagt hat. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge von Final Fantasy XIV. Macht's gut, gehabt euch wohl. Ja, und bis dann. Auf Wiedersehen. Bye, bye.